Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte Sie Stefan Entertainment begrüßen zu einer weiteren einzigartigen Ausgabe von Kommentare mit Stefan. Bitte was? Eine neue Ausgabe von Kommentare mit Stefan kommt raus? Ja, was ist denn heute? Weihnachten? Es ist tatsächlich Weihnachten. Also passt das perfekt. Es ist tatsächlich Heiligabend, wenn dieses Video rauskommt, wenn alles läuft, wie es gedacht ist. Also habe ich mir gedacht, ich baue mal ein bisschen weihnachtlich um im Hintergrund. Ich habe da schwarzen Stoff hingehangen und eine Lichterkette oben drüber, was mehr als lang genug gedauert hat, das so zu machen, dass es nicht runterfällt. Also können wir bitte mal den weihnachtlichen Hintergrund appreciaten. Danke. Außerdem wollte ich mir eigentlich so eine Weihnachtsmütze aufsetzen, um das hier zu machen. Aber ich habe keine gefunden. Ich habe überall gesucht. Und das Einzige, was ich gefunden habe, was wirklich halbwegs weihnachtlich ist, wo man auch sagen kann, ja, das passt halbwegs zum aktuellen Thema, ist das hier. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe. Der hat auch eine Mütze auf, also zählt das. Deswegen ist mir viel zu klein, by the way. Ich kann das kaum richtig bewegen und kriege meine Hand kaum da rein, aber ich habe einen Weihnachtsschneemann. Ach so, ja, eine Sache noch, bevor das jetzt hier losgeht. Falls das ein bisschen komisch aussieht mit der Beleuchtung oder mit den Farben, dann liegt das daran, dass ich jetzt alles an dieser Kamera manuell eingestellt habe. Ich habe die ja schon mal benutzt und habe es automatisch machen lassen. Da war das Ergebnis furchtbar, man konnte sich das kaum angucken, weil das Licht so komisch war. Ich habe das jetzt ein bisschen manuell gemacht. Ich hoffe, das sieht nicht allzu schlimm aus. Alles, was ich hier habe, ist so ein winziges Display, wo ich drauf gucken kann. Da sieht es halbwegs gut aus, aber wie es dann im Endeffekt aussieht, das lässt sich da nur schwer beurteilen. Also ja, ich habe mein Bestes getan. Ich glaube, mehr als das lässt sich nicht aus dem Ding rausholen. Kannst du mal wieder eine Folge Kommentare mit Stefan machen, bitte? Ich weiß nicht, kann ich? Bin ich physisch und psychisch dazu in der Lage, das zu tun? Das ist so dumm. Das ist wie wenn man in der Schule sagt, Frau Lehrerin, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Kann ich bitte kurz aufs Klo? Und dann ist ihre Antwort, ich weiß nicht. Kannst du? Bist du körperlich dazu in der Lage? Natürlich bin ich körperlich dazu in der Lage, ich frage nach einer Erlaubnis. Aber ja, ich kann mal wieder eine Folge Kommentare mit Stefan machen. Das ist genau das, weswegen ich hier bin. Hi. Stefan, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Ja, ich weiß nicht so richtig. Also ich bin kein Mensch, der wirklich groß Weihnachten feiert. Ich meine, natürlich, ich freue mich, dass es das gibt und dass man so viel essen kann, wie man will und sich erst danach schlecht fühlen muss. Aber weiß nicht. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich mich wirklich Wochen vorher schon drauf freue. Ich meine, es ist schön, dass es existiert und dass es da ist und dass es das gibt. Aber ich bin dem gegenüber sehr indifferent. Also ich weiß nicht. Ich meine, ich gönn's jedem voll, der sich wirklich darauf freut. Das ist schön, wenn man sich auf was freuen kann. Das ist echt toll. Aber ich persönlich, ja, es ist halt Weihnachten. Ich weiß auch nicht. Ich beobachte dich. Für sich allein genommen wäre der Kommentar eigentlich gar nicht so geil, dass ich ihn hier reinnehmen würde. Aber wir müssen dabei beachten, dass diese Person, die diesen Kommentar geschrieben hat, einfach eiskalt heißt, LPL beobachte dich und dieses absolut großartige Profilbild hat. Ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist, glaube ich, ein Thumbnail von mir, wo ich einen Arztkittel anhab. Also ja, da ist Profilbild, Name und Kommentar perfekt aufeinander abgestimmt. 10 von 10 Okay-Emojis. Das ist absolut wow. Das ist Next Level Dedication. Du suchst dir das Bild raus, machst einen Namen und machst das auch noch als Kommentar. Ihr habt zu viel Zeit, Leute. Ihr habt viel zu viel Zeit. Hashtag Kommentare mit Stefan. Was findest du besser, Bioshock oder Prey? Oh, das ist eine schwere Frage. Aber wenn ich jetzt sofort antworten müsste, innerhalb von 5 Sekunden, wäre meine Antwort, glaub, Prey. Weil, so sehr ich Bioshock auch mag, weil das mehr oder weniger bis auf das Szenario dasselbe Spiel ist, finde ich Prey hat noch ein Stück besser, weil Prey hat das, was Bioshock nicht hat, und das ist Weltraum. Und ich liebe Spiele im Weltraum und dann noch mit Aliens, die echt coole Gegner sind und echt coole Sachen machen können. Viel besser als das wird's nicht. Also ja, Bioshock, es tut mir leid. Ich mag dich sehr. Du bist auch auf dem Level, ich würde neben dir im Bus sitzen. Aber Prey ist dann wirklich nochmal eine Stufe oben drüber. Also wenn Bioshock und ich Freunde sind, dann bin ich mit Prey Best Friends Forever. Benutzt es überhaupt noch wer? Du bist meine BFF, sagt das noch jemand? Oder gibt es dafür schon wieder ein neues Wort? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich werde alt. Wie viel kostet das Spiel? Da muss man zum Kontext sagen, er redet von Getting Over It with Bennett Foddy. Außerdem, bevor ich darauf antworte, Herr Amadeus Mozart. Ja? Großer Fan ihrer Werke. Ich würde mich sogar als einen ihrer größten Fans bezeichnen. Wenn sie also nichts dagegen haben, bitte ich sie um ein kurzes Autogramm. Sie wissen nicht, was das ist. Das ist ein Smartphone, das gab es damals noch nicht zu ihrer Zeit. Aber sie können einfach mit dem Finger ihr Autogramm draufschreiben. Schreiben Sie das Autogramm drauf, dann kann ich das verkaufen. Dann kann ich sagen, ich habe ein Original Mozart-Autogramm, dann werde ich reich. Aber ja, Getting Over It with Bennett Foddy kostet aktuell 7,99 € auf Steam. Das heißt, man zahlt quasi 8 € dafür, dass man eine Lektion darin bekommt,
wie man mit seinen Emotionen umgeht, wie man sich in Extremsituationen kontrolliert. Also ja, diese 8 Euro sind sehr gut investiert, denn wenn man dieses Spiel spielt, ohne dabei auch nur das kleinste bisschen an Wut und Hass zu empfinden, dann hat man schon einen großen Schritt getan. Dann ist man, glaube ich, für die große weite Welt vorbereitet und kann nie wieder auf irgendwas oder irgendwen wütend sein. Weil dieses Spiel ist was anderes. Dieses Spiel ist, ich weiß gar nicht, das kommt aus einer ganz anderen Dimension, glaube ich. Das kann nicht auf dieser Welt gemacht worden sein, das glaube ich nicht. Ich will das nicht akzeptieren, dass das wirklich ein Mensch gemacht hat. Ich könnte jetzt die nächsten 10 Minuten über das Spiel herziehen, aber ich lasse es mal dabei. Das Spiel ist einfach nur böse. Und zwar absolut in allem, was es macht. Könntest du mal wieder Subnautica spielen? Mittlerweile sind Updates rausgekommen. Ich weiß, ich hatte alle Fragen über Subnautica ursprünglich eigentlich mehr oder weniger schon beantwortet. Und zwar habe ich ja immer gesagt, ich spiele das dann, wenn man es durchspielen kann. Aber mittlerweile sind diese Fragen wieder relevant. Denn soweit ich weiß, kommt sehr, sehr bald, irgendwann im Januar, Version 1.0 von Subnautica raus. Also die finale Vollversion. Ich hoffe, die ist dann auch final. Nicht, dass wieder irgendwas fehlt. Was wirklich dann wichtig fürs Spiel ist, wenn sie danach was draufbauen wollen, gerne, aber das sollte wenigstens alles drin sein. Also ja, sobald das Spiel in Version 1.0 auf Steam rauskommt, der offizielle Release, werde ich hier sitzen und mich wieder zurück in die gefährliche Unterwasserwelt begeben. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich habe das Spiel jetzt zweimal gespielt, habe zweimal mehr oder weniger dasselbe gemacht, zumindest in den ersten paar Stunden, und ich fand es trotzdem jedes Mal super. Das Spiel hat irgendwas. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass mich in diesem Ozean alles umbringen will. Aber es ist immer wieder schön. Und damit willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe von Fragen, die man nicht beantworten kann, ohne jemandem auf die Füße zu treten. Heute die Frage nach meiner Lieblingseissorte. Ich oute mich jetzt vielleicht als Normie und als nicht so experimentierungsfreudige Person. Aber meine drei Lieblingseissorten sind tatsächlich Vanille, Erdbeer und Schokolade. Das ist die generischste Antwort, die man auf diese Frage geben kann. Aber wenn ich von diesen drei eine auswählen müsste, wäre das tatsächlich Vanille. Und ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der das sagt. Aber wenn ich zur Eisdiele gehe und mir ein Eis hole, so, dann mache ich das immer so, dass mindestens eine der Sorten, die dabei ist, Vanille ist. Ich benutze Vanille quasi als Basis, worauf ich dann den Rest aufbaue. So, jetzt ist es raus. Ich bin ein Vanille-Eis-Esser. Das macht mich so austauschbar, wie es nur geht, aber ist mir egal. Vanille ist klasse. Und natürlich, wie sollte es anders sein, haben wir auch dieses Mal wieder eine sehr überzeugende und sehr gut durchdachte Verschwörungstheorie. Ich werde das jetzt einfach mal ganz kurz vorlesen und danach zu diesen schweren Anschuldigungen Stellung nehmen. Also, hier ist die Theorie. Lüpöl ist German Let's Play. Theorie. Paluten ist German Let's Play sein Freund und der Dativ ist dem Genitiv sein Tod und nimmt oft mit ihm auf. Nimmt man das P von Palle und das LP von GLP, hat man PLP, was LPL anders angeordnet wäre. Damit ist offiziell confirmed, dass Lüpöl German Let's Play ist. Und mit anders angeordnet heißt das eben einfach nur in einem anderen bestimmten Weg umgedreht. Oh, wie soll ich darauf eingehen? Ich bin voll an die Wand genagelt. Was? Ich bin also eine Mischung aus Paluten und German Let's Play. Ich nehme das einfach mal als Kompliment, danke. Außerdem, aber wie... Ich meine, das ist ja dann zusammengemacht. Jetzt gehen wir mal ein bisschen, in die Theorie. Willkommen auf Stefans Verschwörungstheorie-Channel. Das ist ja dann zusammengemacht. Das heißt, ich müsste drei Kanäle, weil mich gibt's ja auch noch, drei Kanäle führen, was sehr, sehr viele Videos gleichzeitig werden. Wie mache ich das dann? Wie mache ich das? Und wie kriege ich meine Stimme in diese Range, die wir drei zusammen haben? Wie ist das möglich, hä? Das berücksichtigt deine Theorie nicht. Ich sag nicht, dass sie falsch ist. Ich sag aber auch nicht, dass sie richtig ist. Ich werde dazu keine weiteren Erklärungen abgeben. Sicherheitsdienst, schaffen Sie diesen Mann aus meinem Kommentarbereich. Danke. Manchmal frage ich mich, warum ich die Dinge tue, die ich tue und was der Sinn des Lebens ist, besonders bei solchen Kommentaren. Hallo Ibims, ein neues Boy. Von der Neißigkeit her bin ich ziemlich fly am Bean. Oh, aua. Oh. Ah, das, was jetzt einige von euch spüren werden, das ist physischer Schmerz. Ich weigere mich zu glauben, ich glaube, das war auch unter dem Video, wo ich das gesagt habe, aber ich weigere mich zu glauben, dass es wirklich Leute gibt, die unironisch sowas schreiben. Ich will es nicht glauben.
Ich war schon traurig, als IBIMS das Jugendwort des Jahres wurde. Aber nein, ich glaub das nicht. Ich glaub das einfach nicht. Nein, ich schwöre, es ist absolut zufällig, dass diese beiden Kommentare nacheinander kommen. Aber sie kommen nacheinander und sie passen viel zu gut zusammen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gleich vorlesen kann, ohne dabei einen Anfall zu kriegen. Also, wenn ich einfach währenddessen umkippe, dann ruft jemand einen Krankenwagen. Ich versuch's einfach mal. Ey, Digga, ich bin's Alkohol, Nick, Digga, du Digga bist Digga, mein Digga, Cousin, Digga, verrückt, Digga, gemacht, Digga. Entschuldigung. Bitte, Digga, mach Digga Video, Digga, wo Digga... Du, Digga, Kleinkind, Digga, süßes, Digga, Klaus, Digga, 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 Digga. Ich bin ganz ehrlich, so ungefähr klingt's, wenn man an unserem Bahnhof vorbeiläuft und es später als 8 Uhr abends ist. Gott, ey. Oh, da verliert man ja Gehirnzellen dabei. Oh, warum habe ich den mit reingenommen? Ich glaube, in dem Moment dachte ich, das wäre furchtbar lustig. Aber wenn du vorher schon den E-Bims-Kommentar gelesen hast und dann gleich noch das, das ist eine sehr ungesunde Kombination. Ist doch immer wieder dasselbe. Hallo, ist da die NSA? Ja, ich brauche einmal den besten Analysten, den ihr habt. Wobei, nein, ich brauche 3 der besten Analysten, die ihr habt. Ja, er hat es schon wieder getan, dieses Mal in meinem Kommentarbereich und ich habe keine Ahnung, was da steht. Also müssen wir das schnellstmöglich entziffern und irgendwie rauskriegen, was diese Person meint. Ja, Operation Kopf auf Tastatur ist mein Namensvorschlag. Perfekt. Und bringt Kaffee mit, wir werden wahrscheinlich die Nächte durcharbeiten müssen, weil es ist absolut unleserlich. Und informieren Sie den Präsidenten. Es handelt sich vermutlich um eine Angelegenheit von nationaler Sicherheit. Stefan 22 wird öfters mal vor die Tür geschissen. Ja, das sind einfach ganz normale Probleme, die man hat. Das ist ja in der Nachbarschaft hier eigentlich nichts Besonderes. Wenn ich auf Tumblr gehe, gibt's da viele Sachen, wo Leute Hashtag relatable drunter schreiben, aber nichts war für mich in meinem Leben so relatable wie das hier. Das beschreibt meine aktuelle Situation am besten. Ich kann es gleich mal checken, ob wieder jemand hier vor der Tür... Ich bin gleich wieder da. Ich könnte mit dir wetten, jemand hat, ne? Und so, pass auf. Wirst du schon sehen. Ich gucke jetzt mal für diese Türe. Ja, außerdem ist das lustig, weil du auch Stefan heißt und diesen Kommentar geschrieben hast. Haha, ha, 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 LMAO. Erstens, was ist dein meistgespieltes Spiel auf Steam? Und zweitens, wie viele Stunden hast du da reingesteckt? Bevor ich das beantworte, können wir uns ganz kurz mal bitte dieses Profilbild anschauen. Ich weiß nicht mal, ist das Concrafter mit Schlaganfall? Weil so sieht's nämlich aus. Tatsache, das ist Concrafter mit, keine Ahnung, ich tippe auf Schlaganfall. Ruf dem Jungen doch einen Krankenwagen, Mann. Aber ja, mein meistgespieltes Spiel auf Steam ist laut dem hier Modern Warfare 2 mit 172 Stunden. Was nicht so viel ist, wenn ich höre, was da manch andere Leute reinstecken. Aber, zu meiner Verteidigung... Ja, weil jetzt, wenn Leute sagen, 172 Stunden, das ist was für Scrubs, das sind Rookie-Zahlen, du musst die Zahlen pumpen. Auf Origin und in Battlefield 4 habe ich 400. Also come at me. Schaust du zufällig The 100 oder The Walking Dead? Wenn nicht, was sind eigentlich deine Lieblingsserien? Hashtag Kommentare mit Pfeffern. Also The 100 kenne ich eigentlich nur vom Namen her. Ich kann mich, glaube ich, nicht daran erinnern, dass ich jemals eine Folge davon zu Ende geguckt habe. Das muss ich vielleicht mal nachholen. Aber The Walking Dead habe ich geguckt bis ungefähr Mitte der dritten Staffel. Aber ich will ganz ehrlich sein, die Serie ist nicht wirklich was für mich, weil es geht teilweise sehr, sehr langsam vorwärts, es ist sehr viel Gequatsche und Blabla zwischendrin. Und bei manchen Serien geht's, aber bei den meisten stört's mich halt, wenn zu viel gequatscht wird, ohne dass dann auch was gemacht wird. Weil manche Folgen fühlen sich halt wirklich so an, als ob die wirklich nur zum Beispiel in diesem Gefängnis sind und da halt Sachen machen und es passiert nicht wirklich viel. Es passiert schon ein bisschen was, aber nicht wirklich was Weltbewegendes. Also ja, deswegen bin ich davon kein großer Freund persönlich. Aber, weil ich ja nicht herausgehen will, ohne was zu empfehlen, und weil ich auch noch gefragt wurde, was meine Lieblingsserien sind, hier ein ganz kurzer Seriengeheimtipp, der eigentlich kein Geheimtipp ist, sondern sogar ziemlich bekannt, aber ist ja egal. Und zwar gucke ich aktuell auf Netflix The Blacklist. Es ist absolut großartig. Wenn jemand, ich meine, es sind ja Feiertage und die meisten von euch haben Ferien, wenn ihr jemand nichts zu tun habt, guckt euch The Blacklist an. Es ist absolut großartig, besonders weil der Hauptcharakter kein Held ist, sondern technisch gesehen sogar ein Bösewicht. Und die pure Menge an Hauptcharakteren, die entsorgt werden, es ist toll. Es hat fast ein bisschen was von Game of Thrones. Du gewöhnst dich an jemanden und dann ist er weg. Das ist klasse. Und die letzte Frage des heutigen Tages ist eigentlich auch die wichtigste Frage des heutigen Videos. Und zwar eine Frage, die sich die Menschheit seit geraumer Zeit stellt. Und zwar die folgende. Woher beziehst du eigentlich deine Memes? Ich würde das gerne für Nachforschungszwecke wissen. Warum haben alle mich als Profilbild? Ich sehe immer mehr Leute im Kommentarbereich, die mich als Profil... Warum? Um auf die Frage zurückzukommen, ich beziehe meine Memes von einer Quelle, die nicht genannt werden will.
aus offensichtlichen Gründen. Ich bin nicht der Normie, ich gehe nicht auf Reddit, um meine Memes herzukriegen. Ich gehe auch ganz sicher garantiert nicht auf 9Gag. Habe ich auch garantiert nicht auf meinem Handy, absolut gar nicht. Ich gehe auf den Spielplatz hier in der Stadt, gibt ja nicht viel davon, und mache einfach ganz laut Re. Und dann kommt Pepe der Frosch aus dem Busch und verkauft mir meine Memes. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe. Kommentare mit Stefan, dieser Weihnachts-Sonderausgabe, die nicht wirklich eine Sonderausgabe ist, sondern der Hintergrund sieht halt ein bisschen anders aus und ich habe ganz kurz mal über Weihnachten geredet, aber ist ja egal. Wenn ihr das an Heiligabend seht, frohe Weihnachten. Wenn ihr es an irgendeinem anderen Tag des Jahres seht, dann keine Ahnung, deine Hauttextur ist wunderschön und ich würde sie gerne anfassen. Allgemein ist dein Gesicht wunderhübsch. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir untersuchen, warum mein Ladegerät langsam kaputt geht und warum ich zu blöd war, mir vor Weihnachten ein neues zu kaufen, deswegen ich jetzt über die Feiertage mit einem kaputten Ladegerät leben muss. Ciao! Ich weiß, wo du wohnst. Und ich werde kommen, um dich zu holen.